Da ist es, Mensch. Jetzt habe ich noch kurz auf die Nachrichten geschaut und völlig verpasst, dass ich jetzt hier schon live bin. Guten Morgen alle zusammen und herzlich willkommen zum ja, Weihnachtsspezial sozusagen. Ich hatte es ja avisiert. Wir sehen es heute auch mit Krawatte hier. Mein, mein alljährliches Ritual sozusagen hier. Die Weihnachtskrawatte ist auch dieses Jahr wieder mit am Start. Ne? So gewisse Routinen kann man ja. Gerne auch wiederholen, ein bisschen Normalität hier reinbringen. Ich habe es gesagt gestern, heute ein bisschen Wünsche spezial, deswegen steht es auch in der Überschrift drauf. Das heißt, heute wirklich bombardiert mich hier voll und ganz rein. Ich bin auch absolut happy, dass mittlerweile immer wieder ganz von alleine auch äh, Rückmeldungen aus Zoom kommen, dass dort alles passt. Das läuft, da freue ich mich riesig drüber. Ja, und auch bei Facebook scheint hier alles zu passen. Das heißt, Leute, rein in die Chats mit den Fragen, damit die Sendung heute gefüllt wird, damit wir hier ein bisschen was hinkriegen. Das würde mich sehr, sehr freuen. Bevor wir hier natürlich in die ja, Wunschmärkte rein starten, müssen wir, na klar, wie immer, den Risikohinweis miteinander auch besprechen. Bitte. Hier in Gänze zur Kenntnis zu nehmen. Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Und dann kommen wir gleich zu dieser riesen Latte an Nachrichten, die heute sozusagen vor Weihnachten äh, noch auf uns wartet. Kleines Späßle hier. So viel ist es nicht mehr. 14.30 Uhr gibt es wie jede Woche Mittwoch die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. Dann bekommen wir um 16 Uhr von der Uni Michigan das Verbrauchervertrauen und die Konsumentenerwartung da wissen wir ja, dass das wichtig für die Wirtschaft ist. Wir bekommen 16 Uhr noch die Verkäufe der neuen Häuser, rückwirkende Zahlen aus November und dann natürlich die Rohöllagerbestände bei den API-Beständen gab es gestern einen leichten Rückgang. Mal schauen, wie wir es hier an dieser Stelle heute bekommen. Das hier sozusagen dann auch meine letzten Nachrichten für das aktuelle Jahr. Und an dieser Stelle natürlich auch mit Blick zurück auf das Jahr liegt einiges hinter uns. Sehr volatile Phasen zum Teil. Aber äh, unterm Strich ähm, war es ein, wenn man aktiv arbeitet, ein Jahr mit ganz vielen Chancen, dass man sehr schön für das Trading entsprechend auch nutzen konnte, trotz aller Umstände die wir draußen durch Covid-19 hatten. Unsere Aufgabe als Händler ist es nicht draußen irgendwas zu bewerten äh, und äh, das Ganze dann fürs Trading anzusetzen, sondern uns auf die Märkte zu äh, konzentrieren und das für uns als Händler zum Handeln zu nutzen, die Bewegung und das machen wir oder das haben wir in diesem Jahr immer wieder getan. Ja, und ich muss sagen, das werden wir auch nächstes Jahr wieder tun. Es ist einfach. Ein Job, es ist mein Job. Ich habe viel Freude dran und ich hoffe, ich kann von dieser Freude auch im kommenden Jahr immer wieder ein bisschen was rübergeben und hier dem einen oder anderen sehr, sehr schöne Handelsideen auch zur Hand geben. Und ja, vielleicht nutzt der ein oder andere zu Weihnachten auch mal die Zeit, einfach mal auch einen Broker-Vergleich zu machen. Das sage ich an dieser Stelle auch. Ich kenne ja viele Broker hier und es gibt auch einen Grund, warum ich persönlich mich für Tickmill entschieden habe, mit Tickmill zusammenzuarbeiten. Schaut einfach mal auf die Website von Tickmill, macht hier einen Vergleich. Ihr werdet sehen, was dort zu Buche steht. Es lohnt sich auf alle Fälle. Also, das jetzt und hier dazu. Und damit würde ich sagen, gehen wir mal in die Charts entsprechend über. Jetzt muss ich mal schauen, was wir hier an Fragen haben. Also, wir bekommen schon eine Frage. Der DAX, der fehlt noch. Ja, gut. <laughs> DAX gucken wir uns auf alle Fälle an. Thema Gold, Thema Saisonalität. Wir schauen natürlich auch auf Gold. Beim Thema Saisonalitäten muss man halt immer sagen, wir wissen äh, die Saisonalität zum Jahresende hin, das heißt November, Dezember in dem Bereich rein, bis Januar, Februar sind sehr, sehr oft gute Phasen für einen steigenden ähm, Goldpreis. Man muss halt einfach nur sehen, trotz der Saisonalitäten, die sind ja immer hinten rein berechnet, kommt es immer wieder dazu, äh, dass sowas gar nicht zum Tragen kommt. Ne? Das ist genau derselbe Spar wie sell and may and go away ähm, nicht bei den indizes ähm, oft trifft zu man muss aber sagen oft trifft es auch nicht zu das heißt man muss schon ein bisschen hinschauen was an dieser stelle passiert und geschieht und ich würde sagen äh, wir nutzen die chance hier gleich mal und äh, gehen auf den goldpreis ein ich werde dazu natürlich wie immer ähm, das chartbild hier noch groß machen und auch in zoom den Monitor mit den Charts direkt übertragen. Äh, zumindest habe ich das Gefühl, dass wenn ich den Chart so übertrage, dass der dort schärfer rüberkommt. Da würde mich mal freuen, wenn ich eine kurze Rückinfo bekomme äh, hier zum äh, Thema des äh, Übertrags. Ich habe jetzt mal. Nur die Charts übertragen. Das Bild sollte dort deutlich schärfer dann entsprechend auch aussehen. Ja, und ich würde sagen, dann gehen wir einfach mal in den Goldchart rein. Hier das Ganze auf die Woche äh, mal gesehen. Ähm, ja, und was haben wir hier in der Woche? Passt auf, Leute. Thema auch Saisonalitäten. Das, was wir hier momentan sehen, ähm, ja, ist alles andere als äh, eine Saisonalität mit Start tatsächlich ähm, auf die obere Chartseite hin. Das können wir gut erkennen anhand der aktuellen ja, Bewegungen, die wir hier haben. Wenn wir uns mal ganz kurz hier die, die, das, das trendige Verhalten auch anschauen wollen, ähm, dann sehen wir hier natürlich sehr, sehr viele Phasen, die grün sind. Wir sehen Phasen, die rot sind, also immer wieder aufwärts und abwärts äh, Trends auch zu sehen. Wir schauen hier mal mit Absicht auf den Wochenchart. Und äh, wenn man mich als Charttechniker jetzt fragt, Seidel, was hältst denn du vom aktuellen Markt? Dann sage ich mal ganz klar, Guys, wir sind hier langfristig zwar in einer sehr, sehr bullischen Phase. Aber wir sind momentan verortet in der Korrektur innerhalb eines Abwärtstrends. Und wir wissen selbst, dass Abwärtstrends halt so lange dauern, wie sie dauern. Und wenn wir uns das mal eben kurz auf den Goldpreis entsprechend anschauen wollen, dann mache ich jetzt hier mal ein paar Marker rein, die wirklich sehr, sehr ähm, wichtig sind für den entsprechenden Chartverlauf. Ne? Ich hänge jetzt erstmal noch keine Preisschildchen dran. Äh, sondern ich packe jetzt einfach mal äh, sozusagen die Linien rein, die hier an dieser Stelle sehr, sehr wichtig sind. Ähm, äh, da gibt es Schwankungsbereiche, die sind häufig auch ein bisschen dicker an dieser Stelle. Ähm, aber wenn man es mal so sehen möchte, äh, mit Blick auf diesen ganz, ganz langfristigen Chart, ja, gibt es jetzt äh, schon mal zwei, äh, sag ich mal, äh, Level, die hier als allererstes in, äh, ja, sag ich mal, ins Auge stechen. Und das wäre zum einen mal. Äh, dieser Drehbereich hier um die, äh, naja, ich sag mal mal 1800 bis 1770 hier in diesem Schwungbereich, grob in etwa rumgesehen. Ne? Das ist hier so ungefähr der Bereich, den wir auf der Uhr haben sollten im oberen Level und im unteren Level, äh, ja, da haben wir es hier unten stehen, der Bereich ungefähr um die 1000, naja, ich würde mal sagen so. 1400 US-Dollar als der große Schub hier oben drüber kommt, beziehungsweise auch hier der Schwankungsbereich zwischen 3000, äh, 1300, äh, naja, etwas um die 70 rum. Das sind mal zwei sehr, sehr große Level. Und warum nimmt der Seidel jetzt diese großen Level ins Visier? weil es ganz einfach die Gefahr gibt, dass der Markt diese Phase unten anlaufen kann und das ist wegen ein kann und jetzt ist halt der Punkt, wo ich sage, das sind die zwei ganz ganz großen Level, äh, die wir hier haben und dass diese ganz ganz großen Level, die beziehen sich halt auch auf die allergrößten Trends, die wir hier sehen und wenn ich das mal ganz kurz in den Wochenchart um, in den Monatschart umschalte dann sieht man auch, wo das Ganze herkommt. Denn hier, wenn man das Ganze auf der Wochenbasis mal anschaut, also für das sehr, sehr langfristige Bild, dann sehen wir hier an dieser Stelle selbstredend äh, das Trendverhalten. Und das Trendverhalten ist halt an dieser Stelle hier unten ersichtlich. Wir sind vom Tief hier unten gekommen. Hier, schaut mal. Die erste Bewegung haben wir gehabt. Und wenn wir mal schauen, wo die herkommt, wo die auch initiiert gestartet wird, schaut mal hier unten. Da ist wieder so ein Unterstützungslevel gewesen, in das der Markt hier so ein bisschen reingelaufen ist an dieser Stelle. Das heißt, hier ist tatsächlich der Bereich charttechnisch, wo wir hier an ein wichtiges Level herangelaufen sind. Und da sehen wir mal dass der Markt sowas schon spielt und das beachtet und dann hatten wir hier den ersten Schub oben rein in dieses damalige Widerstandslevel zwischen 1370 und 1400 US Dollar für die Feinunze, dann gab es eine Korrektur, hier ein bisschen ja hin und her gezappelt, das kann man jetzt mal schnell sagen, aber das war schon eine ziemlich lange Zeit, weil wenn wir mal hier unten schauen, das war hier unten 2016 und als dann der Ausbruch kam oben raus, das war hier, wo war man da gewesen? Ich glaube ähm, Im Jahr 2019 kam dieser Schub nach oben hier und der hat dann natürlich den Schub nach oben initiiert. Ähm, hier ist sozusagen in diesem Level der Aufwärtstrend entstanden. Dann gab es hier mal noch eine kleine Korrektur und seitdem ist der Preis äh, für das Gold deutlich durch die Decke nach oben gegangen. Das ist jetzt mal das ganz ganz große Level und da sieht man halt woher jetzt sozusagen diese beiden von mir eingezeichneten Level kommen also woher die Charttechnisch sozusagen kommen ja jetzt gehen wir allerdings einfach mal äh, bitte das oder auf das zurück was wir jetzt hier im kurzfristigeren Bereich auf der Uhr haben sollten und zwar ist das jetzt natürlich hier an dieser Stelle die Verortung die wir hier haben und schaut mal da haben wir Ganz klar momentan einen Abwärtstrend am Laufen. Den sehen wir in der Woche sehr, sehr schön. Ich mache es mal kurz in Rot. Hier die Einzeichnung, das heißt hier hatten wir initial den ersten Schub nach unten, dann gab es hier die korrektive Phase bis oben rein und dann kam es sozusagen hier zur Trendentstehung und jetzt wechseln sich Korrekturen und Bewegungen ganz normal entsprechend ab und das ist das, was wir hier sehen und wir sehen halt momentan eine ja sage ich mal ansteigende Phase. Diese ansteigende Phase hat schon mal ein sehr, sehr wichtiges Level aus dem Markt rausgenommen und zwar war das dieser ehemalige Verkaufsbereich, den wir hier unten hatten, so dieser Drehbereich um die naja, 1850 in etwa. Das ist das, was wir hier so haben in diesem Level. Also die 1850. So, da haben wir es. Das ist jetzt natürlich der Unterstützungsbereich, weil wir da drüber gelaufen sind. Und aus Sicht dieses Trends können wir natürlich ohne weiteres erst einmal bis hier oben reinlaufen in das Zwischenhoch. Das haben wir oben stehen um die Marke von 1965. Wartet mal, das mache ich jetzt mal kurz in einer anderen Farbe. In Rot nehme ich hier das Ganze dort. So, also 1965 us Dollar für die Feinunze und diesen Wert, ja, der ist halt momentan da, wo er ist und das ist halt zum Thema auch der Saisonalitäten beziehungsweise auch der Trendfortsetzung beziehungsweise der aktuellen Bewegung, die wir hier haben. Durchaus erstmal Potenzial natürlich bis oben rein, 1965. Aber hier erst oben drüber wird der Abwärtstrend rausgenommen. Ne? Das ist jetzt ähm, die wichtige Geschichte auf Wochenbasis. Da ist viel Luft dazwischen und da kann sich natürlich hier äh, sozusagen das trendige Verhalten, was wir auf Tagesbasis sehen, durchaus auch fortsetzen. Ich mache mal ganz kurz den Lower Timeframe rein. Da sehen wir es nämlich noch. Wir sind zwar hier am Steigen. Aber auch der Tag ist momentan abwärts gerichtet. Und da stellt sich jetzt die Frage, ähm, was wird denn aus dieser Wochenkerze hier? Wird das natürlich eine Umkehrkerze? Dann wird es schwierig, dann sieht es eher so aus, als wenn wir hier an dieser Stelle so etwas wie einen korrektiven, ähm, so eine Flagge haben. Das nennt sich hier an dieser Stelle dann eine Bullenflagge, die wir hier dann auf Wochenbasis haben. Und wenn der Markt dort drunter ausbricht, dann hat, sage ich mal, diese Saisonalität dass man doch irgendwann noch nachhaltig steigende Kurse sehen kann, ausgespielt, weil dann ist eher der Weg nach unten frei. Und aus diesem Grund gehen wir hier mal in aller Ruhe rein und schauen uns das Ganze mal auf Tagesbasis an. Und auf Tagesbasis sehen wir momentan ganz klar das, was ich gerade auch gesagt hatte hier an dieser Stelle. Schaut mal hier, das grün eingezeichnete. Ich mache es mal noch ein bisschen dicker an dieser Stelle. Hier, also das grün eingezeichnete ist momentan. Der kleinste Aufwärtstrend, den wir hier auf diesem Chartbild haben, auf Tagesbasis. Das ist das, was sich jetzt ganz normal nach oben entwickelt. Und solange, wie dieser Aufwärtstrend intakt bleibt, haben wir ohne Probleme die Möglichkeit, tatsächlich oben rauszulaufen. Das heißt, hier, wenn wir dieses Level oben rausnehmen, ungefähr die 1000, was haben wir hier als Hoch gehabt? 1906. Das Level rausnehmen aus dem Markt, dann haben wir natürlich hier die Chance, weiter nach oben auch reinzulaufen. Und eine interessante Tatsache, die so ein bisschen was dafür spricht, dass wir durchaus die Chance haben, hier sozusagen weiter nach oben zu laufen, ist die Tatsache, dass wir hier dieses Zwischenhoch aus diesem Abwärtstrend hier. Schon mal überschritten haben. Danach kam zwar der Abverkauf, aber ähm, wenn sich dieser Aufwärtstrend hier fortsetzt auf Tagesbasis, dann kommen wir natürlich sehr, sehr schön von unten nach oben jetzt raus. Das heißt, das, was wir hier momentan sehen, ist mit Blick auf den Tageschart hier die korrektive Phase im Tageschart. Und da kommt es jetzt so ein bisschen drauf an, ähm, wie der eigene Trading-Horizont ist, also ob man eher kurz oder mittelfristig traden möchte. Wer jetzt diesen Tageschart hier nimmt, und sie sagt okay in puncto saisonalität haben wir auch eine chance weiter nach oben zu laufen könnte dieser aufwärtstrend sich fortsetzen der kann durchaus schauen, ob wir hier unten in diesem Support-Level um die 1850 Dollar jetzt Support auch wieder bekommen und der Markt hier nachhaltig nach oben dreht. Da ist natürlich dann das Potenzial da, dass wir hier oben über die 1906 drüber laufen und uns dann, hier drüben ist ja nicht mehr viel, weiter nach oben Richtung 1965 US-Dollar entwickeln. Diese Chance ist Da und dass der Markt diese Chance uns geben kann, das sehen wir auch hier mit Blick sozusagen in den Stundenchart. Das Ganze mal gebracht sehen wir es hier an dieser Stelle. Der blaue, die blaue Linie, die ich eingezeichnet habe, ist die Abwärtsphase. Und jetzt kommt es halt genau darauf an, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Ich mache noch mal ganz kurz das Chartbild hier an äh, mit den Trends, die wir hier haben. Also, hier ist, schaut mal. Das ist momentan das Letzte, was sich hier nach unten entsprechend entwickelt. So, dann haben wir sozusagen an diesem Chart, was wir jetzt sehr, sehr gut sehen können, ähm, hier die äh, Situation, dass wir mittlerweile ähm, ein steigendes äh, Hoch haben. Das heißt, hier unten schaut mal, äh, ein steigendes Tief. Das war der erste Tief unten rein. Jetzt haben wir hier aktuell zumindest ein höheres Tief. Das ist schon mal eine gute Chance. Und wenn wir jetzt mit Blick auf die kleinsten Sachverhalte, die wir hier drinnen haben, nämlich auf das hier, was wir hier mal haben, also diesen Trend nach unten, da hatten wir hier sozusagen den kleinsten Schub. Das, was wir hier haben, und das ist das Level. Wo der Markt auch gerade dran hängt, also dieser Bereich hier, ne, das sind ungefähr so ganz grob. Ich kann es jetzt hier, weil ich das klassische Zeichentool anhab, kann ich in die Charts nicht reingehen. Aber ich sag mal um die 1868 US-Dollar. Wenn sich dieser kleinste grün markierte Trend hier nach oben hin fortsetzt, dann haben wir erstmal hier dieses wichtige Zwischentief aus diesem letzten Schub nach unten rausgenommen. Und dann haben wir zunächst natürlich erst einmal die Chance hier nach oben weiterhin durchzulaufen. Und zwar bis hier oben rein. Und da haben wir so mal ganz grob Kurse über 1881 US-Dollar, die wir kurzfristig auf der Uhr haben. Und dann geht es potenziell natürlich nach oben weiter hier. Da haben wir noch ein paar schöne Anlaufbereiche die wir nach oben sozusagen abfrühstücken können, das kommt aus dem kleinsten. Und das kann man sich wirklich durchaus anschauen. Denn auch wenn das Handelsvolumen zu Weihnachten etwas geringer wird, wir haben immer wieder auch die Situation, dass gerade durch dieses niedrigere Handelsvolumen und die Tatsache, dass wirklich Nachrichten am Markt fehlen, dass wir hier natürlich in Ruhe auch Trends weiter fortbilden können. Und wenn dieser kleinste Trend hier die Richtung nach oben hin vorgibt, beziehungsweise wenn wir uns mal den Tag anschauen, dieser Chart auf Tagesbasis die Richtung weiter fortführt, dann haben wir durchaus die Chance nach oben zu laufen. Wenn wir jetzt einfach mal kurz ausmessen wollen, hier vom aktuellen Zwischentief ganz grob das Ganze mal genommen und das Ganze hier oben draufsetzen, also das nehmen und hier aufs Hoch draufsetzen dann sehen wir mal, dass gemessen an der aktuellen Korrekturtiefe wir durchaus die Chance haben, hier oben reinzulaufen, Richtung 1965. Also klassisch aus charttechnischer Sicht ist da durchaus der Weg nach oben offen und die Chancen sind ganz klar da. Also das ist hier entsprechend das, was wir sehen in Richtung Gold. Und äh, ja, das sehen wir an dieser Stelle immer, immer wieder. Das zum Gold. Ich hoffe, es hat gepasst. Wenn es weitere Fragen dazu gibt, bitte. Einfach nochmal ganz kurz äh, ja, die Rückmeldung geben und dann passt das Ganze. Super, ich kriege gerade hier die Info. Danke, hat gepasst. Sehr schön. Gut. Okay, so, jetzt schaue ich nochmal ganz kurz nach. Ähm, wir schauen auf den DAX. Äh, Wunschmärkte da haben wir noch Euro, Neuseeland, Dollar mit einem Doppeltop. Klasse, show. Da gucken wir doch mal. Wir gehen mal kurz auf den DAX ein oder was heißt kurz, wir haben ja Zeit. Wir können uns das Ganze ja in Ruhe auch anschauen. Und danach gehen wir aufs Währungspaar ein. Euro, Neuseeland, Dollar. Und dann haben wir noch eine Frage. Auf die gehe ich dann auch noch mit ein. Der Christian der Fracht. Gut, praktische Fragen. Sowas ist auch immer ganz schön. Wenn ich da unterstützen kann, passt das natürlich sehr, sehr gerne. Also, jetzt zum DAX. So, aber wie schon gesagt, Leute, wenn ihr andere Märkte habt, bitte rein. Na? Können wir gerne machen. DAX. Jetzt muss ich schnell selber suchen. Da unten. Hier haben wir einen. Der DAX, ja, schöne Umkehrkerze gestern, heute weiter positiv. Ja, an was liegt's, Leute? <laughs> ja, da hat sich der ein oder andere sicherlich die Frage gestellt, ähm, diese Woche äh, sozusagen, äh, als wir uns den Montag angeschaut haben, wo man einfach sagen kann: Oh mein Gott, was war denn da jetzt los gewesen hier mit äh, Blick in äh, den DAX? Äh, warum kann man sich das fragen? Ja, Leute. Man kriegt plötzlich diese ganzen schönen Nachrichten hier um das Thema. Wir haben einen Impfstoff. Endlich ist der BioNTech-Impfstoff in Europa zugelassen und zwar durch eine ganz klassische Prüfung, nicht durch ein Schnellverfahren. Das müsste doch einfach so richtig gut sein. Da muss der Markt doch eigentlich durchstarten. Was ist passiert? Boom. Genau das klassische Gegenteil. Da wird der ein oder andere sich fragen: Hey, sag mal, Leute, Geist, wie kann denn das jetzt sein? Das ist ganz normal, ein ganz klassisches Verhalten. Ich persönlich rechne auch mit gar nichts anderem. Das ist einfach, man kauft eine Erwartung und wenn diese Erwartung dann kommt, dann verkauft man diese Erwartung. Ne? Das ist ganz klar Beide Rumor Sell the Fact. Das ist ein ganz, das ist eine, das ist eine Börsenweisheit, die, die, die sieht man so, so oft. Ja? Und solche Abverkäufe kommen nur dann nicht, wenn sozusagen die Nachricht so megamäßig gut ist, dass selbst das Gerücht, ja, alles in den Schatten stellt und dann steigen die Kurse natürlich weiter und das ist natürlich hier ein Fakt, wo man wirklich auch sagen muss, hier ist genau das passiert. Der Markt hat geliefert oder ja doch dem Markt wurde geliefert, was er sozusagen erwartet hat, ja, dann kam jetzt nichts, wo man sagen konnte, okay, das wird jetzt durch die Decke gehen, da kommt noch mehr hinten dran. Und von der Seite her kam dann die Ernüchterung. Und da hat halt einfach der ein oder andere gesagt: Gut, dann nehmen wir mal die kurzfristigen Gewinne vom Tisch. You never know, was du hast, das hast du. Und damit kommt es natürlich zu so starken Rücksätzen. Und dann haben wir etwas erlebt, was auch ein sehr, sehr, sehr wichtiges Zeichen hier ist vom Markt. Und zwar dass dieser massive Kursschub nach unten an einem richtig genialen Level plötzlich wieder Käufer gefunden haben. Und daran sehen wir, dass der aktuelle Aufwärtstrend sehr gesund ist, ja, rein aus technischer Sicht. Bitte jetzt nicht darauf knüpfen zu sagen. Die Wirtschaft, weil ich habe gesehen auf, den, auf, die, auf die ein oder andere Meldung, die ich hier geschrieben habe, auch zum Thema DAX, gab äh, es immer wieder auch Kommentare, wo man einfach sagt, unsere Politiker machen hier keinen guten Job, überhaupt nicht gut für die deutsche Wirtschaft, was die hier machen. Ähm, das kann jeder für sich selbst entscheiden. Wir schauen hier auf die Fakten am Markt und wir verdienen mit diesen Fakten unser, unsere Rendite. Und das ist das, was wir sehen. Und hier sehen wir halt auf dem DAX schön laufend den funktionierenden Aufwärtstrend, den wir hier an dieser Stelle haben und der hat in einem sehr, sehr schönen Level genau wieder auf die Käuferschicht getroffen, und das ist das, was ich hier so interessant finde. Und der Aufwärtstrend über den wir hier sprechen ist einfach das was wir hier an dieser Stelle haben schaut das ist es hier unten haben wir dieses ganz ganz wichtige Kauflevel um die 1300 äh, um die 13075 bzw. dieses Schwunglevel hier um die 13000 Punkte Marke das hat gehalten das hat auch hier am Montag gehalten und da sind die Käufer direkt reingekommen und wir sehen das war hier kein Fake-Kauf an dieser Stelle, sondern das, was wir hier gesehen haben in diesem Aufwärtstrend, war ganz, ganz klassisch. Ähm, ein Rückkommen der Käufer. Gestern auch wieder sehr volatil die ganze Schicht gewesen. Jetzt läuft es wieder weiter nach oben hin, weil man einfach merkt, auch das Thema, was jetzt in London aufgekommen ist, dass man dort plötzlich eine Virusvariante hat, die deutlich ansteckender ist, aber scheinbar sozusagen äh, nicht, äh, sage ich mal, von seinen Auswirkungen her gefährlicher ist. Ähm, dann hat sich der Markt entsprechend wieder gefangen und ähm, die Impfstoffhersteller gucken natürlich oder schauen natürlich, was mit diesem mutierten Virus ist. Und wir haben von BioNTech schon gehört dass die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr, sehr hoch ist, dass der Impfstoff auch dafür oder gegen diese mutierte Art und Weise des Virus wirken kann und auch wird. Da gibt es noch finale Untersuchungen, liest man jetzt. Ich bin da kein Experte, deswegen halte ich mich bei sowas immer zurück. Ich bin kein Virologe. Das sollen bitte schön die Leute, ähm, sage ich mal, in die Nachrichtenwelt reintragen, die auch wissen, wovon sie sprechen. Wir sehen hier einfach, was der Markt aus diesen Nachrichten macht. Und das ist doch genau die schöne Sache an dieser Stelle. Und wenn wir uns jetzt mal hier. Diesen Fortgang auch anschauen, dann muss man einfach auch sagen, das ist wieder dieses Thema, was wir hier diese Woche hatten. Jemand, der diesen größeren Trend hier als Richtungsgeber sucht, ja, oder nimmt, ähm, der darf ganz einfach, auch wenn wir große Schwankungsbreiten haben, nicht unruhig werden. Für diejenigen, die sich Chancen suchen, sind das natürlich die Geschenke ähm, schlechthin. Das haben wir ja auch hier morgens miteinander besprochen. Das ging am Nachmittag dann im SP 500 genauso genial, den Wert nach oben mit zu traden. Und das ist das, was wir jetzt hier sehen. Und wenn wir uns jetzt mal Sozusagen die aktuelle Entwicklung anschauen möchten, hier an dieser Stelle, was durchaus kurzfristig äh, kommen kann, dann sehen wir hier äh, in diesem Markt natürlich weiterhin das große Unterstützungsband hier in diesem Kauflevel, was wir hier haben. Das kann ich sogar noch ein Stückchen weiter hinterziehen, hier oben, irgendwo um den Bereich von 13.400 Punkten im DAX. Äh, das ist sozusagen der Weg, den wir hier haben. Und wenn wir uns jetzt mal den letzten Punkt hier anschauen wollen, aus der Korrektur heraus sozusagen innerhalb des laufenden Aufwärtstrends schauen wir uns das mal in der Stunde an. Denn in der Stunde sehen wir sehr, sehr schön den trendigen Verlauf äh, dieser Abwärtsphase und da sehen wir halt an dieser Stelle auch, dass wir natürlich mittlerweile einen neuen Aufwärtstrend haben. Der nach oben läuft. Und wir haben hier halt auch schon ein paar schöne Anlaufmarker, die wir durchaus haben können zur Oberseite hin. Und die nehmen wir uns, die knöpfen wir uns jetzt sozusagen mal vor und machen einfach mal eine Planung von dem, was kommen kann. Und bei dem, was kommen kann, setzen wir uns einfach mal hier so ein bisschen auf das kleinsttrendige Verhalten, was wir hier. Auf dieser Art und Weise haben und das ist der große Schub, den wir hier nach unten gehabt haben, auf der einen Seite und jetzt natürlich hier an dieser Stelle der neue laufende Aufwärtstrend, den wir hier in dieser Phase haben und der macht wirklich auch einen sehr soliden Eindruck ähm, an dieser Stelle und da müssen wir jetzt einfach sehen, es kam gerade jetzt in diesen letzten Minuten zur Fortsetzung. Dieses Trends oben rein. Das heißt, wir sind hier über dieses Zwischenhoch drüber gelaufen. Der Trend hat sich fortgesetzt an sich und die Anlaufpunkte, die wir jetzt zur Oberseite sehen. In diesem ganzen Geschehen hier ist natürlich ganz klar, dass es einmal hier dieses Zwischenhoch um die Marke von 13.513 15, diesen Dreh rum hier oben, also dieses Level, das ist auch ein sehr, sehr wichtiges Level, denn wir sehen hier drüben war das ein Unterstützungsbereich, der hier hinten dann plötzlich zu einem äh, Widerstandsbereich geworden ist. Und wenn der Markt es tatsächlich schafft dieses Level rauszunehmen, dann können wir uns weiter nach oben fokussieren und dann haben wir natürlich erst einmal hier diesen Bereich um die Marke von 13.310 bis 13.320 hier oben, ähm, als wir hier dieses größere Level rausgenommen haben, das größere Level kam, äh, ich hoffe es wird nicht zu viel mit den Linien, aber das sind halt alles diese Sachen, die ein Trader Gehirn verarbeiten muss, ja, und das sind die Sachen, äh, die fallen mir natürlich sehr, sehr leicht, weil ich das schon sehr, sehr viele Jahre mache. Aber ich möchte hier auch immer mal wieder ein paar Dinge äh, sozusagen äh, mitgeben. Die wir hier sozusagen ähm, als, als Trading-Ideen auch mit reinbringen, wie sowas auch entsteht. Ne? Und da haben wir es halt hier innerhalb dieses bestehenden Aufwärtstrends, ja, das ist halt da, der ist ja schön nach oben getrendet hier an dieser Stelle. Und wir haben halt hier, wo ich diesen, diese Ellipse jetzt eingezeichnet habe, da haben wir diesen Trend gebrochen. Und da sind natürlich sehr, sehr viele Verkauforders in den Markt gekommen, die dann für einen so stark dynamischen Abwärtsschub gesorgt haben. Und das ist das. Was wir hier an dieser Stelle natürlich wieder sehen. Und dieses Level müssen wir natürlich auch beachten. Ne? Und das ist halt hier drüben, wenn ich mal kurz den Pfeil rüberziehen kann. Irgendwo der Schwankungsbereich 13.310 bis 2025 äh, in etwa. Das ist das Level. Und wenn wir hier zwischendrin erstmal die tausend, äh, die 13.513 rausnehmen, ist das doch sehr, sehr positiv an dieser Stelle zu sehen. Und wenn man einfach mal nur das Potenzial äh, von dieser letzten Korrekturtiefe hier angehen möchte, auch hier mache wirklich ganz klassisch, also es ist einfach immer nur die Wiederholung dessen, was wir machen und das mal oben setzen hier aufs Ausbruchslevel, dann sehen wir, dass wir schon deutlich hier über dieser Marke stehen. Also das Potenzial ist durchaus da. Was der Markt jetzt draus macht, können wir natürlich ähm, an dieser Stelle nicht wissen, ja. Aber äh, hier an dieser Stelle haben wir natürlich die Chance. Dass wir nach oben laufen und das ist natürlich jetzt der Punkt, den wir hier auf der Uhr haben zur Oberseite. Sollte es allerdings dazu kommen, dass wir hier in diesem Schub an diesem Level hier oben an dieser 13.513 Punkte Marke scheitern oder vielleicht auch gar nicht ranlaufen, dann müssen wir einfach schauen. Bezogen auf diesen Trend, der hier nach oben läuft, haben wir erst einmal natürlich das Potenzial, wenn es hier nach unten geht, zu korrigieren. Hier unten rein, ganz grob, das Zwischentief haben wir um die 13.330 stehen. Das wäre dann nur Korrektur. Bricht es allerdings unter dieses Level drunter? Ja, gut. Dann haben wir hier ganz klar das nächste Zwischentief um die 13.200 und ein paar. In die 30, das ist auch der Schwungbereich, den wir hier haben, ne? wo wir hier rumgedreht sind und darunter dann natürlich hier die Auffanglevel, ich sag mal, grob 13.140 bis 13.185 hier, wo diese Spikes reingelaufen sind. Das sind durchaus sehr, sehr interessante Marken, die wir hier im DAX auf der Uhr haben, wo wir uns einfach nur nach dem richten müssen, was wir am Markt hier haben. Ähm, kurze Info, ich sehe hier in Zoom eine Handmeldung. Ähm, ich kann allerdings von einer Handmeldung keine Fragen ablesen. Das heißt, wenn diese Handmeldung ähm, eine Frage sein soll, bitte die Fragen in die entsprechenden Felder eintragen. Dann kann ich sehr, sehr gut und gerne auch auf das entsprechende mit eingehen. So, gut, also dann haben wir jetzt noch Euro-Neuseeland-Dollar und wir haben noch äh, das WTI. Natürlich schauen wir uns gerne an. Ach, Guys, ich bin verliebt. Das funktioniert alles so schön mit der Charttechnik hier. Es ist toll. Und das ist halt auch der Grund, warum ich mir die Charttechnik antrainiert habe über viele, viele Jahre. Weil das funktioniert und man weiß halt, die meisten Handelssysteme funktionieren, oft auch auf Charts oder beziehungsweise auf die Trends an den Märkten, egal wie die jetzt definiert werden. Deswegen ist es halt so wichtig, dass man das auch als Trader gut und gerne innehat, um zu lesen, was der Markt hier macht. Und wir blicken jetzt in das Währungspaar. Euro-Neuseeland-Dollar und hier gehen wir mal direkt drauf auf das Doppeltop im Euro-Neuseeland-Dollar. So, ich muss jetzt nur kurz den Chart aufmachen. Da ist er, neues Chartfenster. Zack. So, einmal groß bitte. Das Ganze hier schön in den passiven Modus. Zack. So, und da haben wir gleich mal hier den Vier-Stunden-Chart mit dem Doppeltop. Wir gehen gleich nochmal äh, in den Tageschart rein, aber äh, ich glaube, es ist sinnvoll, wenn wir uns einfach mal kurz hier den Vier-Stunden-Chart zu Gemüte ziehen. Das ist quasi mal rumgedreht, ja, vom äh, Kleinen sozusagen äh, in den Großen rein. Und wir sehen hier ein dickes fettes Widerstandslevel oben irgendwo im Bereich um die 173 47 48 hier oben. Das ist der dicke dicke Widerstand, den sehen wir hier im 4 Stunden Chart und immer wenn man sowas sieht, ist das für mich ein Grund zu sagen, da müssen wir doch mal in die größere Zeiteinheit schauen, weil wir kommen halt hier von oben rauf und die Potenziale, die wir hier haben, die sehen wir natürlich sehr sehr schön und der Grund, warum ich da drauf schaue, ist, ich gehe noch mal ganz kurz zurück wir sehen jetzt hier unten, also hier in diesem Chart natürlich in Anführungsstrichen nur äh, dieses kleine Zwischentief hier unten. Also dieser, sage ich mal, Supportbereich, den wir hier unten liegen haben. Ich mache es mal eben noch in einer anderen Farbe. Hier anhand dieser Linie und ich mache es einfach mal so kurz. Also dieses Level hier unten ist quasi so eine Art Support-Level hier. Also oben sozusagen der Widerstandsbereich. Sag mal um die knapp ähm, 1,73. Äh, äh, ist echt. Gehe jetzt einfach mal auf die 45 da oben rauf. Ähm, und hier unten an dieser Stelle natürlich hier zack unten rein das Auffanglevel. Ganz grob auch zu sagen, um die naja, 1,69, 65 unten rein. Ne? Das ist das, was wir jetzt hier an dieser Stelle im 4-Stunden-Chart auch sehen. Geht man allerdings eine Zeiteinheit höher, kann man noch ein bisschen mehr sehen. Äh, und das ist halt wichtig für die Entscheidung. Denn wenn ich mir mal ganz kurz hier den kleineren Zeitrahmen anmache, dann sehen wir ja hier an dieser Stelle schon ganz, ganz sauber, dass wir hier ähm, ein, sag ich mal, Top oben haben. Und wir sehen halt hier an dieser Stelle auch einen Bereich, wo wir hier ähm, jetzt gedreht sind. Und das ist dieser Schwankungsbereich hier unten in diesem Level rum. Und da ist jetzt natürlich da, wenn der Markt hier komplett durchläuft, wenn sich hier jetzt keine Händler finden, die aufkaufen, das sozusagen aus dem, was wir jetzt hier sehen, aus dieser noch vorhandenen grünen Dynamik, dass dort ganz klar eine Abwärtsdynamik sich ergibt. Und diese Abwärtsdynamik, die sich dann ergibt, ist natürlich ein guter Ansatz zu sagen, jetzt geht es weiter nach unten. Und das ist auch genau das, worauf ich hier schaue. Und das sind halt diese schönen Umkehrsignale, die wir bekommen. Das heißt, gehen wir jetzt tatsächlich hier unten drunter durch, dann haben wir hier einen intakten Abwärtstrend und die Anlaufpunkte, die wir da dann haben, sind im Kleinen natürlich erstmal diese Zwischenlevel, die wir hier haben, und dann im Größeren natürlich das Level hier unten. Ja, das heißt, mit Blick jetzt auf den 4-Stunden-Chart im Euro-Neuseeland-Dollar können wir uns jetzt orientieren, wenn es hier drunter unter dieses Zwischentief geht, unter die Marke von 1,7190, dann hier. Der nächste Anlaufpunkt unten dran, hier ganz grob die Marke um die 1,71,52 und dann hier das Zwischentief um den Schwungbereich knapp 1,70,70 in etwa. Das sind mal kurzfristig die Ziele auf dem Weg hier in diesen Support. Und jetzt stellt sich an dieser Stelle natürlich die Frage, war es das denn schon? Haben wir hier unten möglicherweise einen sehr, sehr starken Support und wir laufen möglicherweise gar nicht so tief, sondern die Gefahr wächst. Gefahr natürlich nur gesehen für die Abwärtsrichtung, äh, dass der Markt sozusagen hier früher nach oben dreht, ein höheres Tief macht und vielleicht sogar schon hier bei der 1,70 knapp 70 nach oben rum dreht. Und dazu schaue ich dann immer rein, äh, sozusagen in die größere Zeiteinheit und hier sehen wir es im Tag. Und da sehen wir ganz klar, das Level, was wir hier unten haben, ist jetzt kein Level, wo man sagen muss, okay, historisch gesehen ist das jetzt ein extrem massiver Bereich, wo man schon oft von oben nach unten raufgetreten ist und das noch nie unterschritten hat. Sondern das ist einfach so ein Schwungbereich, wo sich ein bisschen was gedreht hat, da unten die 169, äh, 65. Und damit ist dann weiter Luft nach unten. Und dann haben wir hier natürlich, das können wir jetzt sehr, sehr schön sehen. Für die Short-Richtung, wenn wir jetzt hier tatsächlich von oben nach unten komplett rausgehen, dann haben wir den nächsten Anlaufpunkt. Schaut mal hier, da ist noch einiges da, was wir mit angehen können, hier in die Zwischenregionen rein. Da ist schon noch einiges zu holen, viel Potenzial. Und das ist halt das Schöne jetzt, wenn hier diese Umkehrformation, die sich hier oben breit macht, wenn sich jetzt hier tatsächlich im 4-Stunden-Chart der Abwärtstrend bildet, dann haben wir wirklich richtig gute Karten hier nach unten reinzulaufen. Das ist sehr, sehr interessant, sehr, sehr schön zu sehen, hier mit Blick auf den Euro-Neuseeland-Dollar. Und dann gibt es jetzt noch ein Update äh, zum WTI. Hier das Kürzel XTI-USD. Das Ganze natürlich befindlich momentan. In der korrektiven Phase. Das sehen wir auch ganz klar, wenn wir in den Aufwärtstrend hier mal reinschauen. Ich mache mal kurz die Trenderkennung raus. Ähm, sehen wir es hier im BTI. Das WTI ist momentan in der korrektiven Phase. Ähm, ich sage mal mal: Platz aktuell mit Blick auf das, was uns die Charttechnik hierher gibt, äh, ist ganz klar mal locker zu sehen. Bis, naja, wenigstens mal in diesen Drehschwungbereich hier. Moment, ich muss das Bild kleiner machen. Ich sehe hier zu wenig. Also momentan erst einmal hier wenigstens rein bis in dieses Level, was wir hier haben. Hier, also dieser Bereich grob um die ja, Marke von 45, ähm, 60 in etwa rein. Ähm, wenn das nicht hält, wäre das dann auch genau der Punkt, wo wir gleich nochmal in den 4-Stunden-Chart reingehen möchten oder müssen. Dann müssen wir uns etwas tiefer äh, sozusagen orientieren. Ähm, der nächste große Auflaufbereich oder größere Auflaufbereich, den hätten wir dann hier äh, in diesem Drehlevel um die 43,80 in etwa. Hier in diesem Bereich, beziehungsweise dann etwas unten drunter. Hier schaut euch mal diesen Schwungbereich hier an, grob um die Marke von 41,40. Also wir haben da durchaus Potenzial zur Unterseite rein. Deswegen müssen wir jetzt mal schauen. Nach oben geht es halt erst wieder, wenn wir in den kleineren Bereichen rumdrehen. Und das ist jetzt das, wo ich gesagt habe: hier werden die Nerven ähm, der Händler momentan so ziemlich stark auf die Probe gestellt. Denn wir sehen es, der Trend, den wir hier nach oben haben, der ist weiterhin intakt. Der fällt erst, wenn wir hier. Unter dieses Zwischentief bei 45, wo ist es denn hier genau gelegen? 45, ähm, 67 ist das tief gelegen. Da, wenn es da drunter fällt, dann ist dieser Aufwärtstrend, äh, ja, sage ich mal, nicht mehr intakt. Und das ist dann genau der Punkt, äh, wo man sozusagen sagen muss, gut, dann müssen wir konstatieren, geht es hier tiefer und die Anlaufpunkte, die wir drinnen liegen haben, da haben wir ja schon. Ein paar sozusagen, die ich hier aufgezeigt habe. Das wären dann hier diese kleinen äh, Zwischentiefs, die wir immer wieder da haben. Hier diese Level, äh, wie wir es haben. Da ist viel da. Da kann viel in die Korrektur reingehen. Die Frage ist halt wirklich nur, wie entscheidet sich das? Und das Level, was wir jetzt hier momentan haben, ist halt wirklich auch genau das, ähm, was halt so spannend ist. Bricht es drunter durch oder nicht? Weil wir sehen, im kleinsten haben wir jetzt hier. Abwärtstrend, der ist halt da, aber er ist halt nicht tief runtergelaufen, sondern er dreht hier gleich wieder hoch. Und da stellt sich halt tatsächlich die Frage, hm. wird es jetzt drunter gehen oder nicht? Und diese Frage wird uns der Markt beantworten. Ein bisschen Geduld. Es kann auch sein, dass wir hier einfach nur jetzt in eine Seitwärtsphase übergehen und dann wieder nach oben drehen, weil das Thema. Wirtschaft ist halt auch da. Das Thema Stimuluspaket in den USA ist auch ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Und wir wissen ja, sage ich mal, von den wichtigen Stellen in den USA ist das mittlerweile entschieden. Ja, Demokraten und Republikaner haben sich geeinigt. Jetzt gibt es halt noch den bockigen Herrn Trump, der sich sagt: Ich möchte das so nicht. Hier geht mir zu viel Geld an andere Stellen, wo es nicht hingehört. Thema auch Ausland. Ich hätte gerne lieber Schecks in Höhe von 2000 Dollar an die Bedürftigen. Ja, ich werte das jetzt mal nicht äh, oder ich gehe da nicht detailliert drauf ein, aber das ist halt etwas, wo man sagen kann: Okay, ähm, das ist jetzt da, das kann Einflüsse auf den Markt haben, das kann sich positiv auswirken, ähm, weil im schlimmsten Falle muss dann sozusagen äh, die beiden Regierungen, wenn sie übernimmt, dann das Ganze klarstellen, wenn sich Trump hier weiter querstellt. Und da kann es einfach sehen, dass der Markt wartet und sagt: Okay, das wird so und so kommen, in Anführungsstrichen in planbarer Zeit. Ja, und das ist dann das, was wir hier am Markt dann sehen. Da müssen wir abwarten. Also, da kann ich jetzt als Händler auch nicht sagen, ich verkaufe jetzt meine Position, weil ich Angst habe, drunter zu gehen, ähm, sondern das muss dann strategisch passen. Ähm, und dann, ja, ich weiß nicht. Also, ich weiß es halt, wenn ich in so einer Situation bin und mir dort so extrem unsicher bin und und sag wir mal immer wieder überlege, ob ich die Position nicht glatt stellen soll oder nicht, aber auf der anderen Seite weiterhin sage, ich habe ich hege so aus charttechnischer Sicht natürlich das Vertrauen in den Trend, dass der wieder hochgeht. Kleiner Tipp, macht eine Teilgewinnmitnahme, nehmt ein bisschen was vom Tisch, lasst euren Stopp ruhig wo er ist und dann werdet ihr sehen, ob es durchfällt oder nicht. Wenn es durchfällt, dann wird die Position relativ eng rausgenommen. Ja, ähm, wenn es aber nach oben geht, habt dann Teilgewinn mitgenommen und seid auf dem Weg nach oben mit dabei. Das ist der Blick in WTI. Also, wir haben hier natürlich die Chancen, ähm, weiter nach oben durchzulaufen im kurzfristigen Bereich. Wenn wir uns das nochmal ganz kurz anschauen wollen, hier, wenn wir mal in den 15-Minuten-Chart gehen ähm, und wir hier mal eben die Abwärtstrendenz entsprechend auch anschauen, dann haben wir ja hier den Abwärtstrend da. Hier, das ist das, was wir im trendigen Bereich sehen. Also hier, ja, zack, nach unten. Da trendet der Markt auch extrem volatil, wie man das hier sehr schön sehen können. Und jetzt haben wir hier im kleinsten sozusagen den Markt nach unten. Und jetzt haben wir es halt so, wenn wir es schaffen, hier quasi rumzudrehen und hier einen Aufwärtstrend zu machen, das wären dann erstmal gut die Zeichen, dass wir schön nach oben laufen können und wichtige Level auch mit aus dem Markt nehmen können. Also ein paar planbare Anlaufpunkte haben wir ja schon. Die Zwischenhochs, die wir hier an dieser Stelle sehen, den Verkaufsbereich, den großen Drehpunkt. Also da ist einiges da, wo potenzielle Anlaufpunkte da sind, wo wir die Chancen haben, aus dem kleinsten heraus. Und aus dem kleinsten heraus können wir dann natürlich hier raufgehen und sagen, wir gehen mal auf die wichtigen Marken. Oben drauf und da haben wir halt hier drüben so grob die Marke um die 48 Dollar bzw. hier die 47 um die 50, was wir im kleineren Bereich haben. Wenn sowas rausgenommen wird, sind das natürlich sehr, sehr gute Voraussetzungen, dass wir hier mit Blick auf die Stunde beziehungsweise den 4-Stunden-Trend das Ganze mit draufnehmen können. Ne? Das ist das, was wir hier sehen. Das sind die Chancen, die wir haben, wenn wir uns das Ganze mal eben kurz im, St im Stundenchart anschauen wollen, dann sehen wir gerade, dass sich der Markt gerade hier im Test äh, des letzten Verkaufslevels befinden, also hier, das ist dieser Bereich um die 46,50 und wenn dieser Test bestanden wird und wir hier unten kein neues Zwischentief machen, sondern hier das machen, was ich gerade auch avisiert habe, äh, sozusagen den kleinen Hochlauf hier äh, weiter nach oben mitnehmen, Moment, das war jetzt nicht ganz korrekt, da habe ich eins zu viel gemacht, also diesen Hochlauf hier sozusagen dann dazu nutzen, einen Trend zu bilden. Im Kleinen, das ist das, was ich gerade in den 15 Minuten dann gemacht habe. Das ist das Bild, wo wir sehen, dann bestätigt sich erstmal der Kauf dieses Levels, wenn wir da tatsächlich nachhaltig drüber laufen. Und dann haben wir gute Karten, zumindest erst einmal hier ein Stück weit höher zu laufen, hier bis in den Bereich knapp um die 47, 45. Das hier grob mal. Das Geschehen im WTI. Jawohl, genau. Matthias, das ist das entscheidende Level im WTI. Und wie schon gesagt, ähm, ich kann euch das aus eigener Erfahrung sagen. Ähm, das Level, was wir hier sehen, ich weiß genau, ähm, wie ihr euch da fühlt. Ich habe das oft genug durch. Ich habe an diesen Stellen oft genug Entscheidungen getroffen, die mich dann dazu geführt haben, meine Strategie anzupassen. Und ihr wisst genau, wann man sowas macht, äh, wenn die Schmerzen zu groß geworden sind. Und da muss man einfach ruhig bleiben und seiner Strategie folgen. Und alles ist gut. So, damit hätten wir WTI. Und damit gehen wir hier für heute ähm, zur letzten Frage sozusagen, die ich hier an dieser Stelle habe. Äh, und da haben wir jetzt eine Frage, die kam über Facebook rein. Da muss ich mich bloß mal kurz rüberbeugen und das nochmal kurz lesen. Die Frage ist: Wenn es auf einer gewissen Zeitspanne keine Käufer und keine Verkäufer gibt, fällt dann der Preis gegebenenfalls automatisch, ähm, weil ja quasi gar kein Interesse da ist? Oder bleiben die Preise dann exakt auf gleich? Pass auf, danke für die Frage. Das ist eine sehr, sehr intelligente Frage. Ähm, und äh, diese Frage möchte ich gerne mit einer Gegenfrage beantworten, beziehungsweise das Ganze so ein bisschen herleiten, Christian. Und zwar stell dir mal einfach vor, ähm, Du, die Preise, Preise äh, in der Wirtschaft. Ne? Wir arbeiten ja hier irgendwo auch so ein bisschen im An- und Verkauf. Bieten, da ist ja sozusagen immer ähm, eine, 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 du brauchst eine Angebotsseite und du brauchst eine Nachfrageseite. So, ne? Das ist halt einfach der Punkt. Und wie ist es auf dem Jahrmarkt gewesen? Ähm, da ist sozusagen ein Händler, ähm, der ein <laughs> Der ein Gut verkaufen möchte, sagen wir mal, was weiß ich, keine Ahnung, eine schöne alte Schatztruhe und der sagt sich, okay, ich will jetzt hier. 100 Euro für diese Schatztruhe haben. Und wir haben drumherum ein paar Leutchen stehen, die sich sagen, Mensch, diese Truhe gefällt uns ähm, und wir bieten dir hier 50 Euro. Dann haben wir auf der einen Seite einen, 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 einen Angebotspreis von 50 ähm, ähm, Euro von denjenigen, die das Gut kaufen wollen und 100 Euro von denjenigen, der das Gut verkaufen möchte. So, also das haben wir jetzt, wir haben einen Angebots- und einen Nachfragepreis. So. Die Kiste steht beim Händler. Angebot haben wir, Nachfrage haben wir. Das ist genau das, was du sozusagen hier an dieser Stelle äh, auch gesagt hast. Und der Händler will 100, die Käufer wollen 50 bieten. Und solange, wie sich Händler, also Verkäufer und Käufer nicht auf einen Preis einigen, passiert überhaupt nichts. Das heißt, immer dann, wenn kein Angebot und Nachfrage zu einem Preis kommen, Passiert am Preis erstmal überhaupt nichts. Denn den Preis, den wir hier im Chart sehen, das sind die bezahlten Preise. Also immer dann, wenn diese Kerze hier ein Stückchen hoch tickt oder ein Stückchen runter tickt, ist ein Preis bezahlt worden und das ist dann der bezahlte Preis und das ist das, was wir im Chart dann entsprechend sehen. Das, was vorher im Orderbuch passiert, ja, das hat keine Auswirkung auf den aktuellen Preis. Das ist einfach nur die Spanne, wo sich die Händler sozusagen ähm, austauschen und immer dann, wenn es zu einem Preis kommt, dann wird verkauft. Und solange wie sich Käufer und Verkäufer nicht auf einen Preis ändern können, bleibt der Preis bestehen. Das heißt, hier das Bild quasi wie eingefroren. Da wäre der Preis jetzt bei 46,56. Und jetzt können die Händler sich quasi austauschen, wie es raufgehen soll, runtergehen soll, einen Preis finden. Aber solange wie sich dort niemand findet, der etwas kauft oder verkauft, ist das dann der zuletzt bezahlte Preis. Das ist das, was hier passiert. So christian frage äh, welches ist dein Lieblingschartindikator? indikator ähm, ich arbeite nicht mit Indikatoren ja, ich habe es gelernt, die Charts zu lesen. Ähm, und das ist alles, was ich nehme. Ich arbeite manchmal äh, mit äh, sozusagen mit gleitenden Durchschnitten, aber in der Regel schaue ich einfach nur, was machen die Trends, äh, was machen die das Marktverhalten. Ähm, und das war es gewesen. Ähm, das äh, gerade hier im, im Währungsbereich, äh, da arbeite ich einfach nur mit dem, was meine Augen sehen und mein Gehirn daraus macht. Das ist nicht drinnen. So. Ähm, dritte Frage. Hast du einen. Ähm ob ich einen Guru habe? <laughs> nee. Doch! Der sitzt hier, den sehe ich jeden Morgen. Nee, Quatsch, ich habe keinen Guru. Ich habe einfach gelernt, auf die Märkte zu hören und das Ganze zu sehen. Und das Ganze passt, das Ganze. Ähm. Frage 4, wenn Corona vorbei ist, würdest du ein Trader-Treffen auf Zypern organisieren? Puh, klar, warum nicht, setzen wir uns schön an den Strand, ähm, plauschen ein bisschen äh, über das, über das Trading-Dasein, ähm, was man da machen kann, also sehr, sehr gerne, was ich dann auch einrichten kann, ist hier äh, natürlich auch äh, ein Treffen mit dem Team von Tickmill, ja, also wenn da Interesse besteht, einfach mal äh, auf mich zukommen, dann kann ich da sehr, sehr gerne äh, was organisieren und das ist vielleicht auch die Chance, Tickmill mal ein bisschen näher kennenzulernen, äh, die Elena würde ich dazu auch direkt mit einladen. Also mal schauen, was man da machen können. Also die Tür ist gerne offen. Das mache ich gerne. Sowas macht mir auch Spaß, mal außerhalb vom Trading Aktivitäten da zu haben. Warum nicht? Und die letzte Frage, was ich mir zu Weihnachten wünsche, dass ihr alle gesund bleibt, dass ihr alle ein schönes Weihnachtsfest habt ähm, und ähm, ja, dass äh, wir das Thema mit äh, dem Virus allesamt äh, sozusagen äh, gut überstehen äh, und wir sozusagen ein äh, ja, jetzt gutes Weihnachtsfest haben äh, können, einen guten Rutsch ins neue Jahr und dass wir im nächsten Jahr dann quasi ähm, ja wieder irgendwo in Richtung Normalität oder zumindest das, was uns als Normalität bekannt ist, zurückkehren können, dass das alles in normale, sag ich mal, Bahnen äh, kommt und wir uns dort dann, sag ich mal, wieder ähm, ja, unserem ganz klassischen Leben widmen können. Das ist das, was ich mir wünsche. Das ist das, ähm, ja, was ich gerne auch rausgebe hier jetzt über den Ether. Die guten Weihnachtswünsche. Kommen Sie gesund äh, durch die Weihnachtstage. Haben Sie eine schöne Zeit, auch wenn dieses Jahr alles ein bisschen anders ist als im letzten Jahr. Ich bin ein optimistischer Mensch. Es wird alles gut werden. Äh, von der Seite her allen eine gute Zeit äh, mit der Familie, mit den Freunden. Passen Sie auf sich auf und Kommen Sie gut ins neue Jahr. Und wir sehen uns an dieser Stelle sozusagen definitiv ähm, wieder im Januar. Am 7. Januar geht es hier mit dem nächsten Seminar oder Webinar an dieser Stelle weiter. Mit den nächsten Handelsideen. Da gehen wir dann in aller Ruhe in den Jahresstart. Also ganz, ganz lieben Dank fürs Zuschauen. Danke auch fürs Dabeisein im laufenden Jahr. Ähm, und wie schon gesagt, nächstes Jahr geht es weiter und dann bestimmt auch wieder mit dem einen oder anderen Präsenztreffen auf einer Wesse. Vielleicht klappt es ja schon zur Invest in Stuttgart. Ähm, aber ich denke, dann allerspätestens im äh, November sollten wir uns dann guter Wahrscheinlichkeit zur WOT auch mal wieder auf dem persönlichen Plausch treffen können. Oder wer weiß, vielleicht ja. Auf Zypern am Strand zu einem persönlichen Treffen. Mal sehen, was kommt. Ich freue mich drauf, sage danke und ja, bye bye, bis nächstes Jahr. Tschüss.